140 Meter. Gun Talk heute, und zwar über Ferngläser mit Entfernungsmesser. Genau, ja? Oder Entfernungsmesser generell auch, ne? Ja, Entfernungsmesser generell. Und wir setzen das hier ja eigentlich immer ein. Absolut. Weil hier in Namibia zum Beispiel wir auch immer Entfernung genau messen müssen vor dem Schuss, dass wir auch wirklich immer präzise schießen. Ganz ja? Genau. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Leica-Glas mit Entfernungsmesser. Und das nutzen wir also wirklich eigentlich auf jeder Yacht. Mittlerweile nutze ich das sogar in Deutschland. Ja? Das heißt, immer wenn ich in der Kanzel sitze und auf Rehwild jage zum Beispiel oder auf Sauen, auch wenn das keine großen Entfernungen sind, ertappe ich mich dabei, dass ich immer die Entfernung messe. Ja. Wie ist das hier bei dir oder ja, wie, also was ich kann man dazu sagen? Ich habe auch ein Fernglas mit Entfernungsmesser. Das ist für mich super praktisch. Also selbst für mich alleine oder auch für meine Gäste, wenn ich denen einfach die Angabe machen kann, das sind jetzt 120 Meter, das sind 140 Meter, ja, dann weiß jeder, worauf es ankommt. Auch wenn ich mich ansetze gerne, im Ansitz, gehe ich vorher hin und messe mir bestimmte Punkte aus und dann weiß ich, okay, bis da hinten zu dem Baum sind es 100 Meter, bis zu der Stelle sind es 50 Meter, was auch ja, immer. Ne? Also Entfernungsmesser ist eine feine Sache und ist auf jeden Fall was, was ich permanent nutze und was ich auch jedem nur empfehlen kann. Okay. Also ja, man braucht es ja nicht wirklich für die gängigen Entfernungen, wenn man seine Waffe eingeschossen hat, so auf GE, sag ich mal, dann passt das ja eigentlich immer vom Schuss. Aber hier in Namibia oder zum Beispiel in Neuseeland, da haben wir natürlich auch deutlich weiter geschossen. Genau. Und da geht das nicht ohne Entfernungsmesser, nee, also weil da muss man wirklich wissen, wie weit steht das Wild. Und dafür sind natürlich hier so die Ferngläser ideal, die den integriert haben. Es gibt natürlich auch noch separate Entfernungsmesser. Das ist vielleicht eine kostengünstigere Lösung, wenn man ein Fernglas hat mit einem separaten. Das ist natürlich in der Jagdpraxis wahrscheinlich eher ein bisschen unpraktischer, weil genau, man hat immer zwei Geräte. Ja? Richtig, das Fernglas hat man ja sowieso dabei zum Ansprechen. Ja, ja. Und wenn man dann noch einen separaten Entfernungsmesser, den ja, schleppt man dann halt immer mit. Ne? Okay, also hier dieses Leica-Glas beispielsweise hat dann auch noch hier ein Luftdruckmesser. Da wird der Winkel angezeigt, die Temperatur. Das kann man jetzt zum Beispiel auch mit dem eigenen Geschoss, mit der Ballistik regelrecht versorgen. Genau. Und das ist natürlich dann schon wieder hohe Schule, sage ich mal. Genau. Ja. Aber ich kann also mittlerweile wirklich da gar nicht mehr drauf verzichten, auf nee, den Entfernungsmesser. Nee, und ich auch nicht. Ich denke mal, das ist für die Jagdpraxis und für das Schießen eine wirklich tolle Sache. Ne? Ja, das ist eine absolut feine Sache. Und gerade, ich sag mal, für die Bergjagd, also nicht nur für die Jagd generell, aber ja, für die Bergjagd oder überall, wo es auf etwas größere Entfernung geht, ist das ein absolutes Muss. Ja, also Entfernungsmesser. Ja, man kann beim Schießen natürlich dann so ein bisschen drüber halten, aber wir wollen ja das Wild wirklich auch immer sauber erlegen und möglichst keine Kunstschüsse machen. Genau. Und deswegen muss man einfach vorher die Entfernung messen, weil dann kann man wie über eine Ballistik-App oder über seine Absehenverstellung wirklich immer den Schuss Fleck platzieren auf richtig, jede Entfernung. Ja, wir ja, machen das ja hier auf dem Schießstand. Genau. Ja, dann messen wir manchmal auch die Scheiben nochmal aus, noch wenn mal wir aus unterschiedliche so, Entfernungen haben. Es ist auch so, dass du in verschiedenen Gegenden verschätzt man sich schnell. Ja. Ja, wenn du einfach mal in einem komplett offenen Gelände ja, bist, dann sieht die Entfernung ganz anders aus, als wie wenn du zum Beispiel mitten in einem Waldrevier bist. Ja, ne? Und dann hast du da auf einmal irgendwo eine Schneise mit einem Tunnel, ja, wo du sagst, so, oh, da steht so und das sieht auf einmal weiter oder näher aus, als was es in Wirklichkeit ist. Ne? Ja. Und da kann man sich mal schnell vertun und also, deswegen ist sowas eine absolut feine Sache. Bietet eigentlich nur Vorteile, ja, so ein Entfernungsmesser. Und ich denke, da gibt es auch viele Hersteller, die den integriert haben. Ja, wir ja, haben jetzt so ein Size-Glas, ich habe jetzt hier so ein Leica. Ganz genau. Und die Alternative ist halt ein separates Gerät. Ja, diese Variante vorziehen und ja, ich möchte da auch nicht mehr drauf verzichten. Absolut. Alles klar. So. Dann messen wir mal noch ein bisschen. Dann messen wir noch. So, da hinten, der Rehbock steht 180 Meter entfernt. Genau, zum Beispiel. Ach, du hast ja gar keine Rehe hier. Ich habe keine Rehe hier. Ich weiß zwar nicht, was du gesehen hast, aber naja, gut. Ich habe hier in meinem Fernglas einen Rehbock. Stell mal scharf. Oh, nee, doch. Ein Kudu. Ein Kudu. Okay, ja. Scharf stellen.